nicht. Die Tirol TV-Senderin Tierblicke oder Alex unterwegs stehen für die Tirol TV-Lady Sandra und Alexandra bei einem gemütlichen Abend in einem Innsbrucker Innenlokal im Mittelpunkt. Abseits von der medialen Arbeit gibt es für die zwei viele Themen zu besprechen. Eines davon, die Anmachtouren des anderen Geschlechts. Denn zwei Damen in einem Café stehen dann schon mal gerne im Mittelpunkt des Interesses. Also ich denke, jeder kennt sie. Diese total schlimmen Anmachsprüche, bei denen man einen leichten Würgereiz bekommt. Der Unterhaltungswert der Anmache hält sich für Sandra und Alex meistens in Grenzen. Nicht umsonst findet man im Internet zahllose Seiten, die auf die unmöglichsten Anmachsprüche verweisen. Und auch die Tirol TV Ladies haben so ihre Erfahrungen damit. Kennst du den? Hey Baby, hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Oh Gott, ist der schlecht. Weißt du an? Den? Ja. Deine blauen Augen passen perfekt zu meiner Bettwäsche. Der ist richtig gut. Und auch bei den Top-10-Wertungen zeigen YouTube-Userinnen der Öffentlichkeit, auf was Frauen schon gar nicht stehen. Drittens, dein T-Shirt würde sich sehr gut auf meinen Schlafzimmerboden machen. Wobei es auch Jungs gibt, die sich mit den altbekannten Sprüchen schon mal selbst auf die Schippe nehmen. Wenn du nicht weißt, wo du mit deinen Händen hin sollst, in meiner Hose ist noch gewaltig viel Platz. Für den kommenden Faschingsdienstag gibt es von Alex und Sandra ebenfalls gleich einige Tipps in Sachen absoluter No-Gos. Erstes No-Go? Ja, okay, es ist Fasching, aber trotzdem, bei 5 Promille braucht man einfach niemanden mehr anzumachen. Zweitens, Achtung, nicht die Katze im Sack kaufen. So manches Kostüm verhüllt einiges. Drittes und absolut wichtigstes No-Go für Männer, nicht wild pinkeln. Mal im Ernst, muss das sein? Die Hoffnung auf einen genialen Spruch, der die Herzen der Frauen erobert, können Sandra und Alex gleich von Anfang an dem männlichen Geschlecht nehmen. Das Geheimnis ist, einfach nur herkommen und sagen, ich würde dich gern kennenlernen. Ja, bitte. Bleibt am Ende manchmal doch lieber ein Lächeln als ein blöder Spruch.